Hallo und herzlich willkommen zurück zu Founders Fortune. Hey, was wollt ihr? Hey, schön euch wiederzusehen. Wir haben, was möchtest du, 23 Krankheitenmedizin in 4 Tagen. Wie bitte? Wollen wir das machen? Eigentlich möchte ich das ja nicht machen. Vor allem Captain Joachim, entschuldige bitte. Wisst ihr was, ich will jetzt keinen Ärger. Ja, weil wir sind ja gerade hier so, komm hier, nimm das und lass mich in Ruhe. Ja, in 4 Tagen kommen die vorbei und holen das. Sollen sie machen, ist mir wurscht. So, sehr schön. Genau, ich erinnere mich, da war was mit den Fensterläden, ne? So, wir können die Fensterläden nämlich einfach hier so verschieben. Also wir nehmen die und dann, Händler ist angekommen, okay. Nein, jetzt hat's so. Wir können die einfach kurz hier so verschubsen. Das machen wir jetzt auch einfach mal, so. Weil ich einfach nicht weiß, ob die das dann neu bauen oder... Aber wir verschieben die jetzt einfach mal jeweils so um ein Feld. Wie sieht's hier aus? Gut, da geht nur eins, passt. Und dann brauchen wir die Nadja. Nadja, wo bist du? Hier sind die Händler, bitte geh doch mal zu den Händlern hin und ich würde sagen, handel mal. Ich glaube nicht, dass wir allzu viel haben, aber naja, wir werden jetzt dann auch 23 Krankheitsmedizin los. Ne? Das muss man jetzt schon auch mal sehen, was die Nadja möchte in ihren, wo ist denn die Nadja? Da ist die Nadja, aber das ist okay, weil ich wollte ja da sowieso irgendwann mal ein Sofa reinbauen. Hier, Sitzmöbel. Haben wir. Wollen wir das so rumbauen? Ich würde sagen, wir bauen das, oder? So her. Oder machen wir das so rum? Ich wüsste halt nicht, was so rumbringt, ne? Also werden wir es so herbauen. Mein Gott, da wurde ein Vorhang vergessen. Nein! Deko, wo bist du? Hier. Ja. Okay, die hat meinen Meisterarzt. Bauern können wir alles selbst herstellen. Brauchen wir tatsächlich nichts. Gar nichts. Keine Steinechse. Schriftrollen können wir kaufen, wenn wir wollen. Ja, wir haben hier noch einen Piratenkapitänsanzug. Den werden wir dann da auch mal los. Heiltränke, Krankheitenmedizin, Bier, Eisenessenz, Weizen. Wir könnten mal Weizen verkaufen. So, weiß ich nicht, 70 Stück. Ja, wir haben 5 Kühe, 5 Schafe, 5 Schweine und ich würde sagen, wisst ihr was, wir schließen so den Handel ab. Ja, ganz einfach, dann haben wir hier das gleich direkt in der Hand, das finde ich sehr gut. Das können wir einmal hier hin und einmal hier hin machen. Ja, das sieht dann auch gleich deutlich besser und freundlicher aus. So, dann können wir das direkt machen und hier weg. Genau, und dann gebt mal bitte wieder ordentlich Stoff, Jungs, Mädels. Jungs und Mädels. So, es ist sehr schön. Da wird ordentlich angebaut. Das freut mich. Wir haben... Können wir die Bäckerei bauen? Können wir... Da ist die Bäckerei. 75 Eisenerz. Wir haben 72. Verdammt. Aber bei 75 können wir... Ramona, Handwerker Level 19... Wahnsinn, die haut da auch einen raus, ne? Können wir für die irgendwie, weiß ich nicht, hier Xenophil, Pessimist, ich würde der Pessimist so gerne nehmen. Ja, können wir machen, wenn wir die Ding gebaut haben, dann können wir das tun. 72, Uni, wo bist du? Uni, komm mal hierher, bitte. Oh, Uni, geh Eisen abbauen, bitte. Christine muss an der Holzbergbank arbeiten. Ja, das sehe ich, aber das macht die doch. Arbeitet doch. Hier, die ist doch hier, schau mal. Die ist doch schon über Hälfte. Ach Gott, jetzt hat sich da Odi auch noch am Arm verletzt. Nein. Christine, musst du kurz aufhören, hilft nichts. Du musst diesen Arm schienen. Bitte tu das. Da kommen sie alle. Da ist der Xaver. Wie schaut es eigentlich mit dem Xaver aus? Kann der schon wieder irgendwie was Neues lernen? Auch nicht, ne? Ihr Bergarbeiter, einen hat er über. Eisenbergbau braucht 2. Oh Gott. Das ist schon schlimm. So, 77. Wir können.
Hopp, Landwirtschaft, Bäckerei, einen nach oben, hierhin, oder hierher, und go. Jawoll. Da kann jetzt einer hin, dann kann die Bäckerei gebaut werden, da sehen wir dann ganz viele erfüllte Wünsche, weil sich ganz viele Leute eine Bäckerei wünschen. Ja. So, macht das jemand? Geht da jemand hin? David, komm. Uni baut sie auf. Uni, ja, schau mal. Wunsch erfüllt. Das, so muss das. So muss das. Und ich glaube, ich kann der Ramona jetzt endlich. Ja, 3 Punkte. Ich kann ihr endlich pessimistisch nehmen. Danke. Ich weiß, dass Xenophil ist auch, aber wir nehmen erstmal das. Ja, das ist sehr schön. So, wir haben, glaube ich, den mittelalterlichen Boden genommen. Den können wir jetzt hier auch. Zack, zack. So, ich schau mal, ob wir den. Nein, kann man. Wer hätte es gedacht? Wäre ja schön gewesen, ne? Wenn man da mehr als, aber hey, hopp, 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 hopp und hopp. Sehr gut. Dann wieder einen nach unten, hier weg und dann hier. Das ist ein bisschen komisch beim, aber das geht. Das einmal hier, hier rüber und hier rüber und dann ist das alles gemacht, wenn da wieder einer, sehr schön. Sehr, sehr schön. Wo ist denn die Christine? Ich würde gerne, dass die Christine bitte wieder am Meisterwerk arbeitet. Das ist sehr, sehr notwendig. Damit dieses Meisterwerk auch endlich mal fertiggestellt wird. Ja, das. Und dann muss die langsam wieder forschen. Wenn das Meisterwerk fertig ist, muss die wieder forschen, denn ich möchte endlich, ich will jetzt nicht sagen, zum Ende kommen, aber, sind wir mal ehrlich, die Folgen sind zwischendrin schon ein bisschen langweilig. Ne? Also ich weiß das ja selber, so ist das ja nicht. Aber ja, niedergeschlagen. Wer ist niedergeschlagen? Die Nadja ist niedergeschlagen. Warum? Die hat doch jetzt ein Sofa. Leg dich auf dein Sofa und freue dich des Lebens. Die will schon wieder Party schmeißen und auf dem Stuhl sitzen. Können wir überhaupt Party schmeißen? Party? Naja, komm, was soll's, oder? Oder ernsthaft? Wie viel haben wir denn? Ach, 50, komm hier. Wir starten Party. Mitten in der Nacht. Highlife. Da geht was. So. Hoch. Da können die rumlaufen und können sich ihres Lebens erfreuen. Warum kommt. Hä, was? Also manchmal verstehe ich den Uni nicht. Ja, der kann doch da jetzt einfach nach oben, so die. Okay, die stehen unterhalb vom Bier und machen da Party auch gut. Oh, die tanzen in den Zimmern. Yeah. Da wie die Christine abgeht. Ja, gut, zerstreitet euch ein bisschen. Vielleicht haben wir dann. Die Ramona möchte einen Lagerplatz für ihre Waffe. Okay, ach, der hat. Lasset mich sehen. Haben wir das der Ramona versehentlich mal weggenommen, dann würde ich sagen, nein, nicht Nadja wegnehmen, sondern Nietzschean wegnehmen, in Besitz nehmen. Da, bitte. Schon haben wir wieder einen Wunsch erfüllt, ne? Geht doch. Es geht doch. Was, schon wieder Party schmeißen? Nee, das sehe ich jetzt tatsächlich nicht. Also sie möchte Lohn bekommen. Wie viel Lohn bekommt sie denn? 10 Münzen! Hey, 5 kannst du haben, ja? Mit 5 können wir. Ey, 10 Münzen. Die Gierige. Hä? Sowas verdient nicht mal eine Christine. Und die hätt's verdient. Hä? Hier, die will 2 Münzen am Tag. 10 Münzen. Ey, wo sind wir denn? Christine, hier. Bitte am Meisterwerk weiterarbeiten. Wir schauen mal, wie sieht's denn aus? 74 von 100. Also die klopft da schon ganz ordentlich rein. Hammermäßig. Ja, das sind die Bäume. Oh, ich glaube, der Baum ist noch nicht angewählt, oder? Hier zum Sammeln. Nein, hier. Wählet diesen Baum, Mann. Hervorragend. Mhm. Ja, wir lassen mal ein paar Bäume stehen, aber sind das immer wieder die gleichen, die dann da
auftauchen oder? So, den weg, den weg. Hier oben weg. So. Dann könnt ihr da mal, ne? Aber sowas von. Oh ja, genau, wir wollten ja hier, wir haben ja jetzt hier die unglaubliche Bäckerei. Oh, wir können. Gott, wir können Brot backen. Also es muss im Lager gehalten werden, immer mindestens 16 Brot. Ja. Minimum. Halte im Lager. Ja, hier natürlich. Ne? Auch hier bitte versuchen immer irgendwie so, also 4 im Lager zu halten. Ne? Hier, halte im Lager. Und natürlich auch hiervon immer versuchen, 4 im Lager zu halten, bitte, wenn möglich. Ja, weil, hallo. Ne? Also, die ist gleich fertig. Gleich sehen wir, was die Christine gemacht hat oder was sie auch nicht gemacht hat. Meisterwerk vollendet. Christine hat ihrem Meisterwerk vollendet. Stolz zeigt sie den anderen Dorfbewohnern die Früchte ihrer Arbeit. Sie hat erschaffen. Werkzeugkiste. Okay. Was kann die Werkzeugkiste? Nichts ist schlimmer, als mitten in der Arbeit deinen Schraubenzieher suchen zu müssen. Schon wieder. Mit dieser Werkzeugkiste arbeiten alle Dörfer in der Nähe 50% schneller. Okay, jetzt warte mal. Ich glaube, dass... Oh, ich glaube, wir können... Jetzt warte. So, hier. Dann einen nach oben. Boah, der wäre natürlich... Hey, ich stelle den jetzt mal hier hin und dann verschieben wir die Sachen. Beziehungsweise... Stelle ich den hier hin? Boah, wisst ihr was? Ich stelle den da hin. Nein, nicht den. Den. Nein, die Kiste. Ach Gottchen. So, hier. Einmal nach oben. So. Hep, 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 hep. So. Da stellen wir es hin. Genau dahin. Das wird liegen. Wartet noch. Der. Bestimmt. Schaut mal hier, Wahnsinn, hä? Das ist gut. Das ist super. Ja, und hier können wir dann auch einmal nach oben hier. Okay, ich habe natürlich... Muss in einen fertigen Raum gebaut werden. Okay, ist gut. Wir machen mal... Oh, wisst ihr was? Ich finde das hier total schön. Ja, egal ob man es jetzt... Geht nicht, muss man so. Schade, okay. Machen wir es so, so. Und natürlich haben wir einen falschen Boden reingelegt. Natürlich konnte es auch anders sein. So, hier und hier. Und dann. Oh, und dann wäre die. Oh, das ist ja. Schick. Aber wir machen das so. Wir machen hier. Weil wir sind ja an nichts gebunden. Ne? Also wir können ja hier so, so. Doch. So. Dann machen wir den noch rüber und da können wir dann hier hochziehen. Ja. Schicke Türe. Diese Tür. Ich finde diese Tür hervorragend und schön übrigens. Deswegen verwende ich die auch ständig. Hier, hier. So. Wow. Doch, das wird... Wartet, es wird hervorragend. Es wird sehr schön. Glaubet mir. So ein bisschen wie bei der Schlange K. Glaubet mir. Oh, das sieht halt... Ja, aber hey. Okay, geht nicht anders. Ist blöd, aber ist halt so. Da werden Tomaten... Warum ist denn das schon wieder so langsam? Okay, da müssen Tomaten geerntet werden. Das ist ja schon Sommer. Gott. Ich glaube, wir brauchen mehr Leute, die da helfen können beim Bauern. Bauer. So, hier eins, Bauer. Ah, ja, nee, du nicht. Du hast so viel zu tun, du. Nee. Gelehrter. So, du. Du bist sowieso, du bist nicht, aber du darfst und du bist auch nicht, aber auch du darfst.
So, ich hoffe jetzt, dass die da wenigstens so mit den Kartoffeln und so. Was? Wunsch erfüllt? Warum denn? Mindestens 200 Essen auf Vorbereitung Winter lagern. Wir lagern mehr als 200 Essen. Okay. Wird schon passen. Ah, Ramona ist jetzt Level 10 Bauer. Auch super, ne? Wow. Oh, die hat hier schon wieder 5 Belohnungspunkte. Wahnsinn. Also was der raushaut, mördermäßig. Absolut. Ihr Wunsch erfüllt, hatte Spaß auf der Feier. Liebt den Sommer. Ja, das ist, Sommer ist sein Monat. Ja, hier, da. Verzieht euch. Tschüss. Haut ab. Ha. Hier, Tina, auch Bauer Level 8 jetzt schon. Hier. Die kann. Hey, hier, weißt du was? Hier, die soll kochen in der Küche auch. Oh mein Gott, da habe ich ja gar nicht drauf geachtet. Die kann ja voll bauern, die Tina. Die ist ja jetzt voll Bauer, voll Förster, voll Handwerker. Ich glaube, ich gebe der jetzt eins auf Arzt auch noch. Dann kann die auch noch ärzteln. Grundlagenmedizin. Kann Medizin von Gift unterscheiden. Oder auch mal schön, oder? Wahnsinn. Kann man hier eigentlich hingehen, Medizin lernen lassen? Nein. Schlimm. Das ist ja. Ja, die Christine, ne? Tag wie Nacht, die ist immer am Werkeln, immer am Arbeiten, immer am Tun. Ja. Jetzt, wenn da oben auch noch langsam dann fertig werden würde, das wäre mal eine Sache, aber. Ja, sehe ich irgendwie gerade nicht. Hier. Um Tier kümmern. Ja. Ich glaube, die Tiere fressen zu viel. Ich glaube, das ist meine. Wir müssen mal hier. Oh, nur 5 Schafe, okay. Ich würde bei den Schweinen sogar sagen, wahrscheinlich nur 4. Wie sieht's denn hier oben eigentlich aus mit Milch? Also wir haben 5 Milch. Das ist jetzt natürlich nicht viel, ne? Das ist jetzt nicht viel. Muss man jetzt auch so. Ah. Tut mir leid für dieses Geräusch. So, lasst mal nach oben gucken. Wie sieht's denn hier aus? Hier, Fleisch und Kartoffeln. Ja, fehlen natürlich Kartoffeln, weil ja keiner Kartoffeln macht. Hier, da werden lieber nochmal Tomaten angebaut. David, bitte, hier, sähe Kartoffeln an. Ich bitte dich. Da war doch gerade der Wunsch, oder? Hier, 3 Steine, 5 Steine. Das ist auch Wahnsinn, was der da rausklopft, der Kerl. Schlimm, 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 schlimm. So, der David haut es da. Käferbefall, hervorragend, klasse. Pause. Hier, Xaver, alle Pflanzen. Ramona, alle Pflanzen. Und hier unten auch schon welche. Ich sehe es gerade nicht. Nadja. Alle Pflanzen, jawohl, sind leider hier nicht gut. Und da sind uns die ganzen Erdbeeren vertrocknet. Das ist natürlich auch klasse, ne? Ah, komm, mach mal. Es sind 3 Leute auf 3 Feldern, ne? Also, das müsste doch unter Kontrolle zu bringen sein. Komm. Und die erntest du jetzt. Ja, hervorragend. Du sollst aber da nicht ernten. Du sollst da Kartoffeln säen, Mensch. Kollege, mach bitte. Weil wir wollen ja auch hier, ne? Fleisch mit und so. Wie sieht denn das jetzt eigentlich aus? Sieht das gut aus? Das sieht schon okay aus, oder? Das kann man machen. Ja, ich würde schon sagen. Wow. Doch, sieht, ey, das sieht doch echt gut aus, oder? Ernsthaft, Leute. Mit euch. Hammermäßig. Absolut. So, Käferbefall ist vorbei. Onichan hat keinen Bock mehr. Lass mal ein bisschen laufen. So, David stellt Käse her, Tina stellt Apfelkuchen her. Ich würde sagen, wir können den Käse eigentlich auch. Oh, starke Wachtürme und nächste Forschung. Die nächste Forschung ist, glaube ich, das Ende, oder? Jo, die nächste Forschung ist der Schiffsbau.
Okay. Hau rein. Boah, 40 Schriftrollen. Nochmal 22. So, aber hier. Zack, Militär. Da sind sie. Nicht genug Stein, weil jetzt kann man sich nicht mal angucken als Vorschau. Finde ich jetzt schon schade. Muss ich jetzt so schon sagen. Finde ich jetzt schon schade. So, der klopft und klopft und klopft und haut da einen raus. Ja, schon, wow, beeindruckend. Absolut beeindruckend. So, jetzt Sekunde, wir gehen mal hier einen nach unten. Dann den hier, dann gehen wir wieder einen nach oben. Und dann würde ich sagen, ja, vielleicht nicht so weit nach oben. Ne, so hier. Und dann können wir die da hinstellen. Das ist ganz okay. Das kann man machen. So. Hier drüben könnte man nochmal irgendwie dann bei Gelegenheit, oder? Nicht mit der Länge nach, aber der Höhe nach könnte man wieder. Aber in welche Richtung soll das Haus dann gucken? Ich habe keine Ahnung. Das heißt, wir bauen es wahrscheinlich lieber hier hin. Ja, wieder seitenverkehrt, eher wie da. Und dann brauchen wir auch noch eins. Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, okay. Ja, kriegen wir hin. 6, 7 und einer bleibt da drüben, ne? Ja. Im schlimmsten Fall natürlich nur. Natürlich. So. Oh mein Gott, ich habe gerade, Das mit dem Eisen wird auch irgendwie nicht wirklich besser. Mit dem Stein auch nicht, ne? Naja, kümmern wir uns drum. Aber ich würde sagen, ich wünsche euch jetzt einen wunderschönen, was auch immer ihr gerade habt. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Vergesst nicht zu bewerten. Bis dahin und ciao.